So, ich habe mal ein bisschen die Musik leiser gemacht im Spiel. Spiralturm. Zweiter, zweiter, ist interessant. Stirb. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Oh mein Gott, was machen die für einen Schaden? Boah, was? Oh mein Gott, meine Sachen verrotten. Oh mein Gott. Boah, ich bin unterlevelt. Extrem. Und der Level ist extremus. Oh, wir können wieder jetzt Vater spielen. Oh. Okay. Boom, boom. Jetzt sterbt! Sterbt, 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 sterbt! So, okay, mit Salvata spielen ist mal wieder geil! Also müssen wir den ganzen Turm zweimal machen. Nein! Egal, wir schaffen das. Was ist das? Ist das irgendwas? Nein. Hier müssen wir wohl das Tor aufmachen. Mal sehen. Zero Shift ist Moonlight Magic, mit der du dich sofort bewegst. Du verschwindest beim Bewegen und kannst die feindlichen Angriffe ausweichen. Interessant. Ja, ist okay. Gut, wir laden uns jetzt mal unser Bunker, oder wie das heißt, auf. Bevor wir wieder zurück zu Django switchen. Ja, ja. Django! Wir brauchen dich! Moment! 15 Schaden! Oh mein Gott! Okay, ich muss eindeutig leveln. Was? Gibt's doch nicht! Okay, Level ist angesagt, würde ich sagen. Oh. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ach, Moment mal. Wir können ja mal... Sag nicht, ich hätte jetzt lieber den Speer aufladen sollen. Oder aufbessern sollen. Jetzt probier's mal mit dem Speer. Nein! Bumm, bumm! Gut, der ist tot. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen. Was? Ja, und der ist wieder da, ist klar. Oh. Gut. Okay, hier ist eine Platte und da. Wahrscheinlich fallen wir da dann runter oder so. Ja, lass mich durch. Wusstet ihr also, dass man auch Faustkampf aufleveln kann bis aufs höchste Level? Okay, ich bin tot. Ich bin mal wieder pleite dann nach diesem Dungeon. Ja, ist okay. Los! So, zwei hätten wir jetzt gekillt. Mit ein bisschen Aufwand. Da ist nichts, okay. Boah, hier ist ganz dringend Level angesagt, Leute. Fall nicht runter, Django. Du schaffst das schon, du schaffst das schon. Yeah! Und runter geht's. Yeah!
einen Weg freigemacht. Freude. Nein. Ich hasse so eine Stellen. Das Schleichen ist... Was? Ich bin nicht bei deiner Kante runter. Egal. Los, jetzt ganz langsam. Ja, geht doch. Du, ich hätte voll Angst, wenn ich da lang gehen müsste. Ist ja auch egal, es geht ja nicht um meine Komplexe. Ja, genau, fahr runter. Oh, cool. Gut, jetzt sind wir hier. Nu. Nochmal da lang. Hä, wo war das? War das da oben? Ja, ist okay. Ja, geh weg! Weg! Geh weg! Speer! Töte ihn! Was? Wie viel hält der jetzt aus? Los, renn! Enttäusch mich nicht! Hä? Moment. Geh weg! Geh weg! Gut, ich werde mir gleich wohl mal angucken, was für ein Level ich hier angemessenerweise sein sollte. Und werde dann ein kleines bisschen aufleveln. Aber nur ein kleines bisschen, was steht hier? Loxan ist bla bla mit dem ja genau, Kurzzeit Sonnenstrahlen abwehren, na super. Für den Moment nicht viel. Komm. Django, du musst das schaffen. Ich habe jetzt irgendwas für Sabata gemacht. Aber das Tor auf jeden Fall nicht. Oh, geh weg. Geh weg. Was? Geh weg. Geh weg. Moment. So. Können wir wegstoßen? Was? Was habe ich, wovon habe ich jetzt Schaden bekommen? Wovon habe ich gerade Schaden bekommen? Was? Von diesem kleinen Blobsies da. Seit wann bekommen von diesen Blobsies Schaden? Gut, die waren tot. Greift beide Türme an. Benutze Shane Quadrat gleichzeitig anzugreifen. Drücke A, um den Charakter zu wechseln. Ja. Was sollen wir hier machen? Gut, mit Sabata ist ja alles zum Glück kein Problem. Ey. Können wir ja durch? Nein. Was machen wir am besten? Ich bin verwirrt. Gut. Habe ich irgendwas im Inventar, was ich mit Django nicht habe? Nur diese seltsame Rüstung.
Mondlicht und schützt vor allen Eigenschaften. Dunkle Pistole erhöht Angriffskraft in der Nacht. Wir haben keine Nacht. Okay, ich werde mal dieses Video beenden, gucken, wie weit ich aufleveln muss und dann sehen wir uns vielleicht in einer späteren Episode wieder, denn das Aufleveln dürfte eine Weile dauern. Bis dann!